Sie schmeißt einfach Emily raus. Oh mein Gott. Hi, ihr lieben Menschlis, und willkommen zurück zu einem neuen Part mit unseren vier Girls und der kleinen Amalia, die ja im letzten Part zum Säugling geworden ist. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber sie ist einfach nur zuckersüß. So einen süßen Säugling habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Naja, auf jeden Fall, im letzten Part hat sich dann auch Don nochmal bei Emily gemeldet und um eine Verabredung gebeten. Und das haben wir dann auch gemacht und irgendwie haben sie sich zwar zuerst gut verstanden, dann aber wieder nicht und am Ende ist er einfach abgehauen. Wir haben dann noch auf ihn gewartet und ihn zweimal angerufen, aber er kam einfach nicht. Tja, also, wie sollen wir weitermachen mit Don? Schreibt es mal in die Kommentare und ansonsten viel Spaß mit dem jetzigen Part. Und da haben wir sie, unsere super süße kleine Zuckermaus mit ihrer Mami. Es ist jetzt 21.36 Uhr und eigentlich Zeit fürs Bett. Das Problem an der Sache ist nur, sie hat noch gar kein Bett. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall jetzt mal kurz Emilys Zimmer ein bisschen umgestalten, weil wir können die kleine Maus ja auch nicht auf dem Boden schlafen lassen. So, dann muss einmal dieses Wippchen weg. Dann können die Schuhe weg, der Hocker, die Kiste und das Bücherregal. Dann haben wir hier nämlich auf jeden Fall Platz für die kleine Maus, genug Sachen hinzustellen. Dann schauen wir erstmal, wir brauchen ein Hochbett quasi, also hier dieses da. So eins brauchen wir. Gibt es das auch in Schwarz? Nee, leider nicht. Haben wir zufällig noch ein anderes? Das hier gibt es aber auch nicht in Schwarz. Doch hier. Dann nehmen wir natürlich das, weil wie ihr ja unschwer erkennen könnt, ist Emilys Zimmer schwarz und schwarz. So, das stellen wir dann so hin. Und ja, mehr braucht ja die kleine Maus eigentlich nicht. Wir könnten noch dieses eine Dings hinmachen. Wie heißt es denn? Ist schon diesen Spielbogen da. Wo finden wir denn den? Ah, hier. Spielmatte. Und die können wir eigentlich hier oben ins Wohnzimmer tun, wo alle anderen auch sind. Die stellen wir jetzt einfach mal hierher, weil es setzt sich sowieso nie jemand dahin. Genau. So, auf jeden Fall hat die kleine Maus jetzt ein Bettchen. Und Emily, du müsstest sie dringend auch mal kurz füttern. Babypflege, füttern und mit der Flasche. Habe ich Emily gesagt? Ich meine Salome. Salome würde natürlich nicht stillen. Deswegen kriegt die kleine Maus die Flasche. Und wenn sie das bekommen hat, dann kannst du sie auch in ihr Bettchen legen. So, was machen denn die anderen Mädels? Ups, das wollte ich natürlich nicht. Emily möchte was essen gehen und sie ist nach wie vor von der unschönen Dekorierung. Entschuldigung, sowas sagt man natürlich nicht. Rose ist am Schlafen. Hazel pennt hier draußen. Und Salome kümmert sich ja gerade um die Mausi. Jetzt müssen wir mal gucken. Haben wir denn irgendjemanden... Marotte enthüllt guter Appetit. Amalia liebt es zu essen. Säuglinge mit der Marotte guter Appetit lassen sich gerne füttern und essen fast alles auf, ganz egal wie hungrig sie sind. Okay, ja, das ist doch eigentlich prinzipiell nichts Schlechtes. Was ich eigentlich noch sagen wollte ist, ob wir jetzt noch irgendwen haben, der eventuell schwanger sein könnte. Aber ich glaube, wir haben, also bei Rose zumindest, weiß ich, haben wir einen Test gemacht und bei Emily ist auch nichts. Super. So, sie hat sie halt mit Don hier schon die Liebesleiste. Aber Don war ja auch mit Rose im Bett, die ja eigentlich auch mal wieder ihre App benutzen müsste. Und ich würde gerne mal wissen, wie Hazel sich tatsächlich in der Uni schlägt. Wann hat sie denn angefangen? Wir haben jetzt nur noch 3 Semestertage. Drei, nicht 2. Und wir haben noch absolut gar nichts gemacht. Also vielleicht sollten wir uns heute auf Hazel konzentrieren und wir haben einen Stromausfall. Oh je, irgendwas scheint in dieser Mieteinheit einen Stromausfall verursacht zu haben. Ruf den Sim an, dem das Mietobjekt gehört, damit er das Problem behebt oder versuche selbst, es aus der Welt zu schaffen. Wir machen es selbst, weil mit diesem blöden Vermieter kann man ja nichts anfangen. Ich hoffe nicht, dass sie es macht. Nein, sie macht die Wäsche. Hazel, du musst bitte aufstehen und das hier reparieren. Oh mein Gott, und ich habe immer noch den Briefkasten hier drin stehen. Wie auch immer der da reingekommen ist, danke, dass ihr mich daran erinnert habt, dass ich den umplatzieren muss. Sowas. Das müssen wir dann unbedingt machen, weil das ist schon ein bisschen doof. So, während Hazel hier repariert, macht Salome ein bisschen Sport.
Die kleine Maus schläft ja, deswegen ist es ja völlig in Ordnung. Sie bräuchte aber eigentlich Spaß. Tja, aber wenn der Strom ausgefallen ist, dann kann sie natürlich auch nicht zocken. Hm. Okay, dann soll sie einfach mal weitermachen. Rosie, du kannst... Halt, stopp. Halt, stopp! Mal wieder hier in deine Dating-App gehen. Und wir möchten bitte ein One-Night-Stand mit Rose und irgendwem anders. So, wen nehmen wir denn diesmal? Hm, wir könnten ja hier mal den Polizisten da anrufen. Dann kann sich nämlich Rose mit ihm anfreunden und vielleicht hat der Hazel dann auch was davon. Wie sieht's denn eigentlich mit dir aus? Hast du das jetzt repariert? Ja, aber wieso geht dann der Strom nicht? Also es kann doch echt nicht sein, dass jetzt schon wieder hier alles kaputt ist. Kann man das abbrechen? Ja, danke. Okay, wir haben ein bisschen Geld. Sollen wir mal kurz vielleicht den Reparaturservice anrufen? Hier, Service engagieren. Und zwar brauchen wir bitte einen Reparaturservice. Und dann können wir jetzt aber, bevor wir das machen, nehmen wir uns hier den Briefkasten und setzen den auch hier raus irgendwo hin. Vielleicht einfach hier so hin. Genau. Oh, und die beiden flirten hier schon miteinander. Schaut euch mal an. Erregendes Geplänkel, fest verwurzelt. Hm. Gut, probieren wir es doch mal, ob sie es hier können. Nein, Hazel! Okay. Nein. Oh, wo gehen sie jetzt hin? Sie schmeißt doch jetzt nicht Emily raus. Sie schmeißt einfach Emily raus. Oh mein Gott. Aber sie geht nicht. Ah, doch, jetzt geht sie. Oh, das gibt Ärger. Hallo, macht ihr jetzt mal bitte. Du hast sie jetzt ja nicht umsonst rausgeschmissen. Let's go. Viel Spaß. Unsere kleine Mausi pennt noch. Geht's ihr gut? Ja. Ach, wir haben gar keinen Wickeltisch jetzt. Ach, den müssten wir auch noch unterbringen. Ja, Leute, ich glaube, wie gesagt, wirklich, dass das Apartment zu klein ist für uns alle jetzt. Und sollte nochmal irgendwas passieren, dann brauchen wir noch ein Zimmer mehr und wir haben jetzt schon so wenig Platz. Oh mein Gott, Emily ist total sauer, dass Rose sie rausgeschmissen hat. Eigentlich hätte ich erwartet, dass sie sich wehrt und dass sie sagt, Rose, weißt du was, es ist mein Zimmer. Such dir gefälligst einen anderen Ort für dein... Ne, ihr wisst schon. Aber sie ist dann tatsächlich gegangen und ist jetzt stinksauer und jetzt wird sie natürlich zu Rose gehen und sie provozieren. Rose, ich bin richtig wütend auf dich. Was fällt dir eigentlich ein, mich aus meinem eigenen Zimmer rauszuschmeißen, nur damit du dein Tete-a-tete bei mir haben kannst? Wer war dieser Typ überhaupt? Und Rose sagt, hey, was geht dich das überhaupt an? Ich kann mich doch treffen, mit wem ich möchte. Und dann sagt Emily, ja, natürlich, aber vielleicht nicht in meinem Zimmer. Wie wäre es, wenn du dir ein eigenes Bett kaufst, wo du deine Freunde empfangen kannst? Und dann sagt Rose, Mann, wir haben kein Geld für so einen Scheiß, das weißt du doch selber ganz genau. Wenn du mehr arbeiten gehen würdest, dann würde das vielleicht auch klappen. Und dann kommt Salome und spioniert Emily aus. Und Emily dampft jetzt ab, wieder mal stinkesauer. Und Rose lässt sich das aber eigentlich nicht gefallen. Beziehungsweise Emily kommt zurück und schubst sie. Und dann ist Rose natürlich auch total wütend und wird jetzt so über ihr Outfit spotten und sagt ihr dann, dass sie hier nicht die ist, die alles zu bestimmen hat und dass sie froh sein kann, dass die anderen hier mit ihr wohnen, bei dem gemeinen Wesen, was sie hat und bla bla bla. So, und dann geht sie. Wir haben doch den Reparaturservice engagiert. Warum kommt er nicht? Wir machen es jetzt nochmal. Service engagieren. Reparaturservice. Also das regt mich wirklich übelst auf, dass wenn dieser Stromausfall ist, dass dann auch alles kaputt geht. Weil das ist ja in Real auch nicht so. Wir wollten uns eigentlich auf Hazel konzentrieren. Die pennt aber gerade. Essen können wir auch nicht, weil der Kühlschrank kaputt ist. Das heißt, wir können eigentlich nur Essen bestellen. Salome, wie wär's, wenn du das tust? Bestellung aufgeben. Pizzaservice. Wir werden jetzt für alle mal eine Käsepizza bestellen. Gut, und eigentlich wollte ich mal gucken, was braucht denn Emily, um befördert zu werden? Level 3 der Schreibfähigkeit und Level 2 der Charismafähigkeit. Das kriegen wir hin. Und zwar, jetzt passt mal auf. Sie kann hier Rede üben. Und dann kann sie hier am PC Schreiben üben. Hoppala.
Mehr Auswahl? Ach, sie kann ja nicht, weil der Strom ausgefallen ist. Aber wie geht das? Wir haben doch diesen blöden Stromkasten repariert. Naja, wenigstens hat der Reparaturservice tatsächlich alles repariert. Das ändert aber nichts daran, dass wir einen Stromausfall haben und ich nach wie vor nicht weiß, warum. Mann, wir wollten uns eigentlich heute um Hazels Dinger hier kümmern. Aber irgendwie klappt das nicht so ganz. Also, was müssen wir denn machen? Wir haben, ich denke also, ich bin Einführung in die Psychologie. Wir müssen eine Präsentation halten. So, wir haben doch diese Tafel bekommen. Die stellen wir jetzt hier hin und dann Informationen sammeln. Dann machen wir das jetzt mal zuerst. Und Salome lässt die kleine Maus jetzt hier ein Nickerchen machen. Und mit diesem zuckersüßen Anblick beende ich den Part dann auch an dieser Stelle. Wenn ihr irgendwie Ahnung habt, wie wir wieder Strom bekommen können, dann lasst es mich sau gerne wissen. Es wäre mir wirklich echt viel damit geholfen, denn ich bin ein bisschen überfragt. Auf jeden Fall danke euch fürs Zuschauen und ich freue mich aufs nächste Mal mit euch. Bye!